Diese Heels, diese Beine, dieser freizügige Beinschlitz. Mensch, Helene da, huch, diese Dame ist aber ganz gewiss nicht unsere Atemlos-Interpretin. Nein, diese rote Mähne kennen wir doch. Es handelt sich natürlich um Schlagerkönigin Andrea Berg. Scheint, als setzt die 55-Jährige anlässlich von Giovanni Zarellas neuer ZDF-Show auf einen beliebten Kniff aus Helenes Fashion-Trickkiste. So oft uns Andreas jüngere Kollegin mit ausgefallenen Outfits überrascht, der hohe Beinschlitz darf selten fehlen. Wie sonst soll sie auch ihre durchtrainierten Beine gebührend in Szene setzen? Egal ob beim Bambi 2017, bei der Goldenen Henne 3 Jahre später oder in ihrer eigenen Weihnachtsshow, das rechte Bein legt Helene gerne frei. Ob sich Andrea davon etwa hat inspirieren lassen? Würde sie sich hier eine blonde Perücke aufsetzen, könnte sie dem Outfit nach direkt als Helene durchgehen. Im weißen, bodenlangen Kleid tritt sie auf die Bühne und weckt neben ihrer sexy Erscheinung noch ganz andere Assoziationen. Ganz in Weiß, klar, dass wir da an das eine denken müssen. Wäre die Schlagerkönigin nicht schon seit 2007 mit ihrem Uli verheiratet, könnte sie so glatt nochmal vor den Traualtar treten. Eine echte Traumrobe. Doch damit noch nicht genug. Andrea kann noch freizügiger und tänzelt wenig später im heißen Glitzer-Mini auf die Bühne. Ein Look, den auch Helene durchaus so tragen könnte. Und dann? Dann schlüpft die Sängerin noch in ein saphirfarbenes, verruchtes Mantelkleid. Das gefällt den Fans allerdings nicht ganz so gut wie die beiden Vorgänger. Im Netz wird heftig über das Outfit diskutiert. Wir finden, ob kurz oder lang, mit oder ohne Beinschlitz, bunt oder uni, Andrea kann einfach alles tragen. Und Helene natürlich auch.